Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf We Play Games for You. Ich bin Suivo und wir werden jetzt erstmal zwei, drei Tage Constructed spielen, zur Abwechslung mal mit einem Paladin-Deck. Warte mal, ich gehe erst nochmal in meine Sammlung und dann gucken wir uns das Deck erst nochmal an, bevor wir das jetzt spielen. Das hat ja sonst relativ wenig Sinn. Ist eine Eigenkreation, also ist jetzt nicht irgendwo abgekupfert. Hat halt doch ein relativ starkes Early Game und hat über hinten raus dann auch immer noch genug Pfeffer durch die ganzen Legendaries einfach. Kommen bisher eigentlich ganz gut damit zurecht, sind mit dem Deck auch bis auf Rang 10 jetzt vorgestoßen. Und da ist auf jeden Fall noch lang nicht Ende. Deswegen machen wir auf jeden Fall weiter mit dem Deck. Ich glaube, die letzten Male, als ich Constructed gespielt habe, hatte ich das Deck überhaupt noch gar nicht. Ist halt ganz cool, weil es auch relativ viel Heal mit drin hat. Mit dem Wächter und mit Handauflegen. Ja, das ist doch eine schöne Starthand. Schade, dass wir nicht zweiter sind. Dann hätten wir nämlich ihn rauscoinen können, um den zu buffen. Hunter ist immer, es gibt aktuell so ein typisches Hunter-Deck, das halt übelst auf Rush ausgelegt ist, also heißt mit viel Chargern, mit Lepra-Gnomen und solche Sachen halt, wie man jetzt auch schon sieht, hier der erste Lepra-Gnom direkt am Start, den räumen wir natürlich aus dem Weg. Das Gute ist halt, dass wir so ein starkes Early-Game haben, dass wir solche Spiele eigentlich über 50% der Zeit gewinnen müssen. Und das spielen doch relativ viele hier, dieses Hunter-Deck. Das ist jetzt eh eine Sprengfalle, um die beiden wegzutöten. Bin gerade am überlegen, ob ich eine von denen gerne behalten möchte. Und dafür lieber den Agentum-Beschützer opfere. Ich denke, das machen wir auch. Wir greifen trotzdem mal mit dem zuerst an, falls es ein Misdirection ist. Ist aber die Sprengfalle wie gedacht. Sollen wir den mit 3 Damage behalten statt mit 2? Das ist relativ wichtig. Einfach auch, weil er nicht von Zaubern getötet werden kann. Man sieht schon, dass wieder ein Charger, um uns ins Gesicht zu rennen. Die Frage ist, traden wir? Oder spielen wir den Silber Champion? Ich denke, wir spielen den fürs Erste. Man muss auch ein bisschen aufpassen bei dem Deck, dass man nicht zu viele Diener aufs Feld setzt, weil sonst ganz schnell Lass die Hunde loskommen mit einem Timberwolf und dann man ganz schnell mal aus den Latschen fliegt. Ich bräuchte jetzt so langsam mal einen Schildmeister, ansonsten wird das kritisch. Das ist ganz gut. Greifen jetzt ihn auch direkt an, um uns ein bisschen zu heilen und ihn auch ein bisschen unter Druck zu setzen. Dass er irgendwann auch was unternehmen muss, quasi. Gut, dass er eine Sprengfalle auf jeden Fall schon raus ist. Das ist sehr gut. Eine Eule. Okay. Und das ist eine Sprengfalle. Ganz sicher. Er wird ja jetzt auch nicht angreifen, weil ja der Bogen sich dadurch erhöht. Er hat nur noch 3 Karten auf der Hand. Er ist ganz klar, wir traden auf jeden Fall auch. Man greift mit dem zuerst an, weil es doch ein Misdirection ist. Ist tatsächlich sogar ein Misdirection. Man trifft natürlich den. Schade. Aber auch nicht weiter wild. Es hätte egal, in welcher Reihenfolge wir es gemacht hätten, so ausgesehen. Gut ist, dass wir jetzt die 6 Heal noch auf der Hand haben, falls es wirklich kritisch wird. Da sieht man es auch schon wieder, da kommt der nächste Charger. Und die nächste Falle. Könnte alles sein, also wieder ein Misdirection oder eine Sprengfalle, weil andere Fallen werden eigentlich nicht gespielt. Und dann würde ich sagen, heilen wir uns gerade mal. Gut, dass wir den Schildmeister gezogen haben. Fährten lesen. Er will halt seine Lass die Hunde los-Kombo kriegen.
Da hat er sie wohl auch. Ja. Mal gucken, ob es zwei, dass die Hunde los sind und kein Timberwolf dazu vielleicht. Er hat einen Timberwolf auch noch. Okay, mal gucken. Sollte jetzt nicht so schlimm sein eigentlich. Kann der Schuss auch noch hinterher. Den am besten nochmal ziehen, das wäre gut. Okay. Das war's schon mal nicht. Den müssen wir auf jeden Fall spielen. Den müssen wir auf jeden Fall töten. Und den müssen wir töten. Alles andere macht keinen Sinn. Wir können höchstens gucken, dass wir den aufs Feld kriegen, damit wir ein bisschen mehr Damage machen können. Den spiele ich jetzt absichtlich nicht, dass, falls er noch einen Last die Hunde los hat, uns da nicht zu derbe erwischt. Timberwolf. Und ein Fass für 5. Okay. Kriegen wir wieder 4 Schaden. Also es wird super eng, wie wir jetzt schon sehen können. 3 HP. 1 ist eine Sprengfalle, das heißt, wir sind nächste Runde tot. Wenn wir nichts zum Heilen kriegen. Wir kriegen aber auch nichts zum Heilen. Das heißt wohl, wir sind nächste Runde ziemlich tot. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Okay. Wir können ihn aber eh nicht töten. Macht einfach keinen Sinn. Wir haben diesmal nicht genug Schaden. Und verlieren deswegen das Battle einfach. Nächste Runde kann er uns auf jeden Fall totschießen, deswegen sind wir definitiv tot. Ja, da waren wir ein bisschen zu langsam. Hätten wir eine Weihe oder ähnliches gehabt, hätten wir, denke ich, gewonnen. Das ist halt aber auch das typische Hunter-Aggro-Deck momentan. Bisschen schade, aber was soll's. Ab in die nächste Runde. Man kann halt einfach nicht immer gegen dieses Deck gewinnen. Wenn man die richtigen Karten nicht hat und dann eher im Prinzip die beiden Undeached Hounds bzw. beide Timberwolves hat, verliert man das Ding einfach. Und wieder ein Jäger. Also ihr merkt schon, das Deck ist sehr, sehr populär momentan. Ich muss sagen, ich mag Ned Peggle nicht gegen das Deck. Den finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Die beiden sind super. Guck mal, ob wir einen anderen 2-Drop kriegen. Ohne Weihe ist schon mal nicht so schlecht. Okay. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir mit einer Agentum knapp hin. Das wäre super. Gucken, ob ein Lepra-Gnom wieder kommt. Oder eventuell auch ein Ruchloser. Die müssten beide im Deck sein. Ich habe heute Mittag auch gegen ein Hyänen-Deck gespielt. Also es kann auch das oder sein. Ich weiß nicht, ob das halt so eine Eigenkreation war oder ob das was Populäres ist. Das war schon mal gut für uns. Das heißt nämlich, wir hatten nur Scheiße auf der Hand. Hm, Ned Peggle. Bin kein Freund von ihm. Aber wir haben die Weihe. Also wir könnten uns eigentlich riskieren, dass wir hier jede Menge Karten ziehen. Müssen wir mal gucken. Aber er zieht natürlich mal wieder keine Karte. Wer die Karte nicht kennt, am Ende eures Zuges besteht eine Chance von 50%, dass ihr eine Karte zieht. Ist halt ganz nett. Aber der muss ja richtige Scheißkarten auf der Hand haben, wenn er jetzt in der zweiten Runde auch nur den Schuss macht. Oh Mann. Das ist vielleicht ganz gut für uns. Aber so schlecht kann die Hand gar nicht sein. Tierbegleiter. Ist gleich einer der übleren. Wir müssen den auf jeden Fall rausbringen, damit wir den nächste Runde töten können. Das Problem ist halt, dass er allen anderen Chargern jetzt bloß 1 gibt. Wenn er jetzt zum Beispiel zweimal den Bluegill hat oder ähnliches, wird es halt eklig. Also den Blau-Kiemen-Krieger. Den 2-1er Murloc.
Dann hat er den ersten Charger und bufft ihn auch direkt noch. Kriegen wir jetzt ein bisschen ins Gesicht. Dafür ist jetzt die Weihe halt super. Weg damit. Zack. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass er uns ruckzuck weggenugt haben kann. Wir haben es ja im letzten Game gesehen. Und er ist normalerweise in dem Deck auch noch ein Leeroy, also der kann ganz, ganz schnell mal eben übelst viel Schaden reinkommen. Aber er hat noch keine Fallen gespielt, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich frage mich, ob... Da ist der Bogen. Tradet er, macht er Damage, er macht Damage. Und schießt nochmal. Super, wir müssen auf jeden Fall bis Runde 8 kommen, wegen Hand auflegen. Schildmeister wäre gut, da ist er auch. Frage ist gerade, ob wir den spielen. Wir müssen ihn eigentlich spielen, weil er in jeder Zeit jetzt dieses Unleash the Hound spielen kann. Also lass die Hunde los. Oder jawohl, das ist der zweite Spotter. Die dürften uns bis in Runde 8 retten eigentlich. Mal schauen, wie es wird. Der Schildmeister in dem Deck ist eigentlich auch wirklich nur dafür da, um so schnelle Akro-Decks ein bisschen zu entschärfen. Mit dem Spott. Ein bisschen nicht unbedingt die Karte, die er da haben wollte, denke ich, weil die halt gegen meinen Spotter nichts bringen. Muss jetzt beide reinrennen. Die Waffe weg und das Shrine weg. Wir traden auf jeden Fall da. Wir spielen den Blutmagier mit aus, damit wir eventuell eine Karte für ihn ziehen können, weil wir ihn aktuell einfach nicht brauchen werden. Oder also als Spell-Damage-Karte nicht brauchen werden. Und ob ich ihn habe oder einen 1-1er-Rekruten, da habe ich lieber ihn draußen, weil ich so durch die Sprengfalle eben doch noch eine Karte ziehe, die mir eventuell weiterhelfen kann. Okay. Gucken wir mal. Müsste eine Sprengfalle sein. Alles andere wird keinen Sinn ergeben. Ist eine Irreführung. Ist ja lollig. Kriegen wir jetzt eine Karte geschenkt. Super. Machen wir. Ich will keinen Rekruten spielen, glaube ich. Wir haben 3, 6, 9. Ich will einen Rekruten spielen, weil wir dann auf 10 Damage kommen, falls er jetzt nichts zu unternehmen hat. Mal schauen. Weil er hat ja auch nur 10 HP. Ansonsten hätte ich ihn jetzt weggelassen in dem Moment. Also er muss was unternehmen, irgendwas töten oder uns töten, weil er sonst verloren hat. Ganz eklig wäre Leeroy plus Lass die Hunde los, weil wir ja dann noch 2 Welpen bekommen würden. Und Lass die Hunde los ist ja jetzt so, dass er für jeden gegnerische Kreatur auf dem Feld oder Diener auf dem Feld einen 1-1er Hund kriegt. Okay, eine Falle ist schon mal gut und er wird ein Fass benutzen. Ne, Arkanenschuss. Also entweder er hat noch was oder es ist definitiv eine Sprengfalle, weil dann damit der eine Spotter stirbt. Wie immer, erstmal mit dem 1-1er angreifen und gucken, was es wirklich ist. Es ist eine Sprengfalle. Und dann können wir jetzt mal gucken. Wir können 3 und 4 sind 7 plus 1. Das reicht nicht. Wir werden aber den hier auf jeden Fall spielen. Und werden ihn hier buffen. Und heilen uns dadurch nochmal um 2 wenigstens. Und gucken mal, ob wir jetzt irgendwie die Runde überleben und ihn töten können oder eben nicht. Was anderes hätten wir eh nicht wirklich machen können. Wir hätten natürlich Hand auflegen spielen können. Allerdings... vermute ich, dass er halt einen arkanen Schuss oder sowas in der Hand haben wird. Okay, den tötet er. Jetzt muss er aber trotzdem noch 12 Schaden machen.
6, 8, 10. Ne, 8 sind sogar nur. Also haben wir es gerade so geschafft. Ich sage, Leroy ist normalerweise auch noch in dem Deck. Jetzt haben wir zweimal gegen dasselbe oder ähnliche Deck zumindest gespielt und haben 1 gewonnen, 1 verloren. Ja, so machen wir aber noch ein Game, glaube ich. Wir sind erst bei knapp 15 Minuten. Eins geht schon noch. Auf jeden Fall werden wir jetzt die nächsten 2, 3, vielleicht 4 Tage erstmal ein bisschen Constructed spielen. Ihr könnt euch ja weiterhin eine der drei Klassen, die in dem letzten Video dran waren, für die Arena aussuchen. Ich glaube, es war Druide. Bisher am ehesten gewotet. Ich gucke gleich nochmal am Ende von der Folge, dann könnt ihr auf jeden Fall weiter eure Wünsche äußern und dann werde ich die berücksichtigen, sobald ich die Arena-Runde dann wieder starte. Als nächstes haben wir einen Druiden. Also das hier sind eigentlich immer Karten, die ich am Anfang gerne habe. Den Drachen will ich auch eher später ziehen, um halt eine neue Karte wieder zu bekommen. Netpackle ist eine der besten Karten, die wir am Anfang haben können, vor allem wenn wir als zweites dran sind. Den spielen wir auch so gut wie immer in der ersten Runde aus, weil er zieht im Prinzip sehr, sehr oft eine Karte und er muss möglichst schnell versuchen, ihn zu töten mit seinen Karten, um mir nicht den Kartenvorteil zu schenken. Ich denke, wir geben ihm das, weil ich vermute, dass er ihn silenzen will und dann angreifen wollte und das geht so dann nicht mehr. So muss er Netpackle silenzen, wenn er den Silence hat. Okay. Gegenmaßnahme. Dafür bin ich zuständig. Greifen ihn direkt an. Schade, Net hat diesmal keine Karte gezogen. Hier sind wir auch schon wieder so ein bisschen buggy, aber ich glaube, es ist halt, hat sich wieder aufgehoben. Da hat er den Silence, wie ich vermutet hatte. Jetzt macht er ihn natürlich kaputt. Gerade mal gucken, wie wir das spielen. Ich denke, wir machen das so. Das Licht beschützt mich. Muss ich gerade mal kurz nachdenken, ob wir direkt angreifen oder. Ich denke, wir greifen direkt an. Das ist nicht weiter schlimm. Das passt. Das ist eine schöne Karte, aber wollen wir die jetzt schon benutzen? Ich glaube nicht. Wie spielen wir das? Können die drei im Prinzip spielen? Die Frage ist, ob ich das will. Ich denke, ich will eigentlich nicht die Kontrolle abgeben. Also so komplett abgeben. Macht keinen Sinn. Das Licht beschützt mich. Machen das so, wir traden hier, spielen den und geben dem das Gottesschild. So, gucken wir mal. Das Gute ist halt, ein Prankenhieb ist schon raus von ihm. Das ist ganz gut. Macht er erstmal das Gottesschild weg. Der hat halt den übelsten Kartenvorteil, obwohl wir Netpackle auf dem Feld hatten. Ein bisschen uncool. Was wird das? Ein Zweier Zorn. Damit er den Kartenvorteil nicht herschenkt.
Das ist super. Jetzt hat er ein bisschen Mist gemacht. So können wir nämlich mit Weihe alle aus dem Weg räumen. Rekruten und fertig. Dann ist das Feld wieder klar. Melde mich zum Dienst. Das Gute ist halt, dass wir Handauflegen auf der Hand haben und deswegen ein paar Karten ziehen können dann auch noch. Aber er hat halt den übelsten Kartenvorteil. Wir sind richtig, richtig weit hinten hier gerade. Die würde ich jetzt auch gern ziehen eigentlich. Ja, dein Anregen und ein Yeti, das ist ganz gut für uns. Schildmeister, naja. Richtig zu gebrauchen ist er jetzt nicht, würde ich sagen. Aber was soll's. Ich habe ihn angegriffen, dass falls er angreifen möchte, der stirbt. Oder falls er es auch nicht macht und den dann nicht tötet, dass wir ihn dann töten können. Für 4. Oder macht das. Ja, für 4 und dann mit dem Yeti. Oder sogar nicht mal mit dem Yeti. Oder was hat er davor? Okay. Interessant. Der tradet da sogar. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Akolyt auch noch, ey. Der hat so einen Kartenvorteil, ist der Wahnsinn. Für die Gerechtigkeit. Gut, dass wir ihn wenigstens in einer Runde kaputt kriegen. Ohne weiteres. Handauflegen ist halt aktuell noch ein bisschen eklig, weil wir noch volle HP haben. Und ich eigentlich den Heal halt auch gerne noch drinne haben würde. Zieh 2 Karten. Der hat halt übelst den Kartenvorteil. Der hat 5 Karten mehr gezogen als wir und das ist auch der Vorteil, den er hat letztendlich. Echt ungut. Der macht uns auch keinen Schaden so wirklich. Ich denke, wir behalten den mal noch, den Echt-Silber-Champion. Also richtig jetzt irgendwie in Legendary oder so hat er auch noch nicht gespielt gehabt. Da muss noch ganz schön was auf der Hand haben. In dem Levelbereich. Druide der Klaue. Eklig. Macht er den auch wieder kaputt? Wahrscheinlich. Der baut halt jetzt sein Board auf und wir können es aktuell nicht mal wegkriegen. Kacke. Azurdrache. Die bringt uns leider gar nichts. Wir müssen jetzt den hier benutzen. Um den Kartenvorteil irgendwie wieder zu negieren, so langsam. Bisschen scheiße. Er hat immer noch 2 Karten mehr, 3 Karten mehr gezogen als wir. Heftig. Einfach nur heftig. Er hat auch noch einen Silence auf jeden Fall. Da hat er es einen benutzt. Da heilen wir uns doch mal. Den möchte ich gerne behalten, falls ein Ragnaros oder ähnliches kommt. Dann buffen wir den nochmal, dass er auf 6 Damage kommt. Gucken wir mal, ob wir damit irgendwie wieder ein bisschen vorankommen. 5er Brankenhieb, super. Sind beide Brankenhiebe jetzt draußen auf jeden Fall. Jetzt tun wir mit dem Yeti traden. Schätze ich mal. Mann. Das ist halt auch so ein Druiden-Buff-Deck einfach. Mit den Wächtern und dem ganzen Mist. Er hat halt die Kontrolle relativ früh bekommen durch seine Brankenhiebe und Gedöns. Und wir kommen da nicht mehr raus. Ragnaros hätte uns nichts gebracht, da sind wir nächste Runde auf jeden Fall tot. So könnte es was klar. So sind wir nur wahrscheinlich tot. Weil er den Silence bestimmt eh schon auf der Hand hat.
für Tyrion. Wo soll ich zuschlagen? Oder hat wildes Brüllen. Ja, das Match haben wir dann auch verloren, leider. Uncool, uncool. Gut gespielt. Aber wir haben am Anfang einmal die Kontrolle verloren und dann ist das hier halt einfach das gute alte Schneeballprinzip. Einmal ins Rollen kommen, wird er immer größer und stärker. Naja. Dann eben geht's eben morgen weiter. Ich habe gesagt, ich guck noch mal gerade wegen den Arena-Picks, dass ihr da eine Auswahl habt. Die Arena. Wir hatten Magier, Druide und Priester. Ja, dann haut's noch mal in die Comments, wer es noch nicht getan hat. Die anderen habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Danke schön mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.